أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wer kann mir erklären, an welchen zwei Stellen es unterschiedliche Lesearten in dieser Sura gibt? Welche zwei Worte kann man anders lesen als so, wie ich es vorhin gelesen habe? Erstmal schauen wir die Meldungen. Hier sieht es schon mal sehr gut aus. Hier eher weniger. Ja? Richtig. Wie kann man das sonst lesen? Ahsan, richtig. Malik Yawmiddin oder Malik Yawmiddin. Wir haben gesagt, es gibt hier verschiedene Rezitationsarten. Das heißt, wenn jemand etwas anderes hört, dann soll er nicht denken, das ist jetzt falsch rezitiert worden. Die zweite Stelle in Surat al-Fatiha. Wer weiß es noch? Es gab noch eine Stelle. Der Unterschied ist, muss ich zugeben, schon klein, aber es ist trotzdem ein anderer Buchstabe, was man dann liest. Ja, ist hier eine Meldung? Alaikum salam. Ja? Richtig. Sirab. Sirab al-Ladina an'amta alayhim. Sirab oder Sirab. Einmal mit Sad und einmal mit Sin. Beide Lesearten sind möglich in dem Fall. Und bei Qul huwallahu ahad, Surat al-Ikhlas, hatten wir genau das Gleiche. Und zwar hatten wir da für ein Wort vier verschiedene Lesearten. Und wer das alles jetzt aufsagen kann, für den machen wir ein lautes Salat, inshallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Es war ein bisschen zu früh. Wir haben gesagt, für denjenigen, der es kann, machen wir. Aber du hast schon im Voraus gemacht, ist nicht schlecht. MashaAllah. Okay, wer weiß, in Surat al-Ikhlas. Was hatten wir da? Wie kam ein Wort, konnte man auf vier verschiedene Arten lesen. Das haben wir letztes Mal auch erläutert. Wer weiß es noch? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Welches dieser Worte kann man auf verschiedene Arten rezitieren? Ja? Und inwiefern? Sag mir mal. Kufuwan. Wie bitte nochmal? Kufuwan. Kufuwan. Kufuan? Kufuan. Also nochmal. Kufan. Kufuan. Kufuan. Also. Kufan. Kufuan. 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 Ich hoffe, der Unterschied ist deutlich geworden. Ich habe letztes Mal schon gesagt, das ist nur als Information für euch. Keiner wird euch jetzt irgendwie damit befragen. Als Information. Man hat es schon mal gehört, auf jeden Fall. Lest es so, wie ihr es gelernt habt. Kufuwan walam yakul lahu. Kufuwan ahad. Das sagen wir meistens so. Ist richtig, nur als Information. Es gibt verschiedene Lesearten. Und zwei Fragen habe ich bisher immer wieder gestellt, weil sie wirklich wichtig sind. Ach so, natürlich. Ein Salat für den Bruder. Allahumma salli ala. Jetzt hat er schon zwei bekommen, dank Hassan. Zwei Fragen habe ich immer wieder gefragt. Nämlich zum einen, welche Sura man im Gebet nicht alleine lesen darf. Ja, das ist mir selber aufgefallen. Ich war in einer Moschee, mal in einer anderen Stadt. Und dann habe ich gesehen, dass der Vorbeter, ja, derjenige, der vorne gebetet hat und sich eine Gemeinschaft hinten angeschlossen hat, er hat eine Sura gelesen, die er so nicht alleine lesen darf. Welche Suren waren das? Ja, richtig, richtig. Surat al-Fil und Surat Quraysh. Nach der Surat al-Fatiha darf man nicht nur Surat al-Fil lesen oder nur Surat Quraysh. Nur beide zusammen. Also, wie die Schwester es gesagt hat, erst Surat al-Fil, dann Surat Quraysh. In der Reihenfolge auch. Okay? Surat al-Fil und Surat Quraysh. Ja? Ja, und was noch? Was kommt danach? Surat al-Duha und wer weiß noch, welche Surah dann danach rezitiert werden muss? Surat al-Duha und Surat Sharh, Alam nashrah laka sadrak. Die zwei Suren sind ein Paar quasi im Gebet. Man darf nicht das eine ohne das andere lesen. Der Grund, das wurde schon letztes Mal gefragt, der Grund genau weiß ich nicht, aber es gibt Überlieferungen, die darauf hindeuten, dass die zwei im Gebet als eine Sura gelten.
Wir können nachher den Chef fragen, wenn er kommt, falls es wirklich einen Grund dafür geben sollte. Ansonsten ist es halt etwas, woran man sich halten soll und was in den Büchern der Gelehrten so steht. Und die nächste Frage, bevor ich sie stelle, müssen jetzt alle Hände schon mal nach oben gehen. Ja, eins ist schon mal, die Säulen des Gebets. Ich werde es so lange fragen, bis es wirklich alle wissen. Ich habe es euch schon mal gesagt, irgendwann werdet ihr selber Kinder haben und dann werdet ihr euren Kindern das Gebet beibringen müssen. Und das Wichtigste am Gebet sind diese Säulen des Gebets. Was sind die Säulen des Gebets? Im Schnelldurchgang, ganz schnell, ohne Erklärung, ohne sonst irgendwas. Wir haben es bisher jede Woche immer wieder erwähnt. Wer kann das hier sagen? Hier ist Mashallah. kannst du sie? Du hast so deinen Arm so. Ja? Ja, wer kann das besser ausformulieren? Sujud oder? Es-Sajdatan. Beide Niederwerfungen sind eine Säule des Gebets. Richtig? Ja? Kannst du weitermachen? Du kannst auch, wenn du willst. Okay, mach weiter. Qiyam, Ajmalan, richtig. Takbiratul Ihram. Genau, richtig, Ahsan. Eine Verbeugung, richtig. Also nochmal, für alle, die Säulen des Gebets. Und das ist heute, glaube ich, die letzte Lektion, wo wir das erwähnt haben, weil jetzt müssen es wirklich alle wissen. Die Absicht, An-Niyya, Takbiratul Ihram. Al-Qiyamu Ijmalan, wie wir gesagt haben. Al-Qiyam, das Stehen im Gebet, aber nicht nur jedes Stehen, sondern das Stehen beim Takbiratul Ihram und das Stehen vor dem Ruku', vor der Verbeugung. Die zwei sind eine Säule des Gebets. Dann die Verbeugung und die zwei Niederwerfungen. Es-Sajdatan, nicht eine Niederwerfung, sondern die zwei Niederwerfungen. Das sind die Säulen des Gebets. Wir haben gesagt, wer betet, ohne eines dieser fünf Punkte im Gebet zu haben, dessen Gebet ist ungültig. Obgleich er es nicht wusste, obgleich er es vergessen hat, aus Nachlässigkeit, Unwissenheit, egal was es für einen Grund gibt, das Gebet ist ungültig und muss wiederholt werden. Deshalb heißen sie auch die Säulen des Gebets. Andere Angelegenheiten des Gebets, die keine Säule sind, da ist es nicht problematisch, wenn sie vergessen werden. Das Gebet ist weiterhin gültig, man macht Sajdatay Sahu und alles ist in Ordnung. Ja, aber speziell deswegen die Säulen des Gebets. Und wie wir wissen, ist der Gläubige verpflichtet, am Gebet am Tag fünfmal zu beten. Das Morgengebet, Mittaggebet, Nachmittaggebet, Abendgebet und das Nachtgebet. Drei dieser Gebete müssen vom Mann laut rezitiert werden. Und zwei Gebete müssen vom Mann leise rezitiert werden. Welche Gebete sind das? Das haben wir schon sehr oft erwähnt. Ja. Richtig, das Morgengebet, das Abendgebet und das Nachtgebet, also Salatul Isha, nicht Salatul Layl, das freiwillige Nachtgebet, Salatul Isha müssen vom Mann laut rezitiert werden. Was meine ich damit, wenn ich sage laut rezitieren? Heißt es, er steht da und schreit es raus oder was, wer weiß es? Also vor allem, wo muss er laut rezitieren? Ja, muss er? Naja, ich kann ja auch so reden. Ich höre mich selber, wenn ich flüstere. Aber dazu kommen wir später. Ja? Ah, das werden wir gleich sehen, ob das wirklich so ist. Nein, das ist nicht so. Dazu kommen wir inshallah noch. Jedenfalls vom Mann müssen das Morgengebet, das Abendgebet und das Nachtgebet laut rezitiert werden. Und wenn ich von der lauten Rezitation spreche, dann meine ich nur die Rezitation der, wer kann den Satz vervollständigen? Der zwei Suren, Ahsan. Das heißt, wenn ich von der Rezitation spreche, dann nur von den zwei Suren in den ersten zwei Gebetseinheiten. Und das fällt einem immer wieder auf, beispielsweise wenn man irgendwo betet, dass man einige Brüder antrifft beim Gebet, wenn man nicht in der Gemeinschaft betet, dass einige leise das Abendgebet verrichten. Und dann sollte man diese Geschwister darauf aufmerksam machen, das Abendgebet muss stimmhaft verlesen werden. Das Nachtgebet muss stimmhaft verlesen werden. Dazu kommen wir noch. Das ist noch eine Frage hier drin. Das ist so ein kleines Quiz für euch. Also, wie gesagt, verpflichtet sind die Männer beim Morgen-, Abend- und Nachtgebet, die zwei Suren in den ersten zwei Rakat laut zu rezitieren. Wie ist es bei den Frauen? Sind sie verpflichtet oder nicht? Alle schütteln den Kopf. Richtig. Kann sie es laut rezitieren oder nicht?
Unter welchen Bedingungen? Ja. Richtig, genau. Wenn kein Nichtmahram anwesend ist. Das Mittags- und Nachmittagsgebet, kann es die Frau laut verrichten, wenn sie zu Hause ist und keiner da ist? Also ich sehe einen Kopf schütteln, einen Kopf nicken. Und jetzt diskutieren die. Wer weiß es? Das Mittagsgebet. Die Frau ist alleine zu Hause, keiner ist da. Das Mittags- und Nachmittagsgebet, kann die Frau es laut verrichten, rezitieren? Das müssen eigentlich die Schwestern beantworten. Bitte? Richtig, genau, ganz einfach und ganz logisch. Das Mittags- und Nachmittagsgebet muss leise verrichtet werden, sowohl vom Mann als auch von der Frau. Laut zu rezitieren ist verpflichtend für den Mann bei Morgen-, Abend- und Nachtgebet. Und bei der Frau hat sie die Wahl, ob sie diese drei Gebete laut oder leise verrichtet, mit den jeweiligen Bedingungen, die wir genannt haben. Ausnahmen. Was kann ich beim Mittagsgebet laut rezitieren? Und es ist sogar Mustahab und ich kriege sogar dafür Lohn, mashallah. Ja? Die Basmala, ahsan. Das Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, die Basmala. Hier ist es empfohlen, die Basmala laut zu rezitieren, egal in welchem Gebet es ist. Die Basmala laut rezitieren ist eine empfohlene Sache und es ist in den Überlieferungen erwähnt, dass dies ein Zeichen der Gläubigen ist. Also von den Zeichen der Gläubigen ist unter anderem, dass sie einen Ring an der rechten Hand tragen, dass sie die Basmala laut rezitieren und dass sie die 51 Gebetseinheiten am Tag einhalten. Und eigentlich müssen jetzt alle wissen, welche Gebetseinheiten das gemeint ist. Das war jetzt keine Frage, aber ich weiß, du weißt es. Wir haben jetzt gesagt, es ist Pflicht für den Mann, das Morgengebet, Abendgebet und Nachtgebet laut zu rezitieren. Was ist, wenn er es absichtlich unterlässt? Wenn er es absichtlich nicht macht? Was ist das Urteil über sein Gebet? Gültig? Ungültig. Wieso gültig? Natürlich ist es ungültig. Sein Zustand, also sein Hukum, sein Urteil, ist genauso, als würde er etwas Absichtliches vom Gebet weglassen. Was ist aber, wenn er es aus Vergesslichkeit oder Unwissenheit weggelassen hat und dass er das Abendgebet beispielsweise leise rezitiert hat oder das Morgengebet leise oder das Mittagsgebet laut? Wie ist dann sein Urteil? Dankeschön, vielen Dank. Richtig, das Gebet ist gültig. In dem Fall ist die Unwissenheit entschuldigt. Wir haben spezielle Überlieferungen und Beweise, die darauf hindeuten, dass in diesem Fall die Unwissenheit entschuldigt ist. Das ist nicht immer so, denn es gibt zahlreiche Überlieferungen, die besagen, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Diener am Tage des Gerichts fragt, mein Diener, wusstest du diese und jene Angelegenheit? Und wenn er dann sagt, ja, dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wieso hast du nicht danach gehandelt? Wenn du es wusstest, wieso hast du nicht danach gehandelt? Und wenn er sagt nein, dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wieso hast du nicht gelernt? Und so ist die absolute Hujja, der absolute Beweis, auf der Seite von Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber dem Diener. Der Diener kann diskutieren, wie er will, letztendlich bleibt die Hujja, der Beweis, bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und deshalb, anstatt dass man seine Zeit vergeudet bei Facebook, vor dem Fernseher irgendwelche sinnlosen Sachen macht, ein Buch lesen, interessante Vorträge sehen, interessante Texte sehen, worüber diese Angelegenheiten erklärt werden, weil in manchen Fällen ist die Unwissenheit nicht entschuldigt. Jemand, der für seine Unwissenheit etwas kann und jemand, der für seine Unwissenheit nichts kann, beispielsweise jemand, der im Wald lebt und keinerlei Zugang hat, oder aber jemand, der hier in Berlin lebt, wo jeden Freitag ein Gelehrter hier in die Moschee kommt, Sheikh Abu Abdallah Najjar, der inshallah gleich kommt, der weiß, dass es sowas gibt und der sich trotzdem nicht informiert, der trotzdem nicht nachforscht, der trotzdem nicht lernt. Diese Unwissenheit ist bei Allah subhanahu wa ta'ala nicht entschuldigt. Und darüber haben wir letztes Mal schon vom Sheikh einige Worte hierzu gehört. Und diese Ausnahme bezüglich der Unwissenheit, wann sie entschuldigt ist, diese ist ausführlich in den Überlieferungen erwähnt. Und zwar einmal, wenn jemand verreist und aus Unwissenheit in der Reise vollständig betet. Ja, jemand verreist und er weiß nicht, dass man auf Reisen verkürzt beten muss. Er weiß es nicht. Diese Unwissenheit ist in dem Fall, führt nicht dazu, dass das Gebet ungültig ist, sondern das Gebet ist ungültig, wenn es aus Unwissenheit geschah. Oder aber, wenn er fastet, dann ist auch sein Fasten korrekt. Das war der eine Fall. Der zweite Fall, wie wir hier gesagt haben, wenn jemand im Gebet, was laut rezitiert werden muss, leise rezitiert, oder im Gebet, was leise rezitiert werden muss, laut rezitiert. Ja, für diese zwei Fälle haben wir spezielle Beweise in den Überlieferungen der Ahl-Bayt, die darauf hindeuten, dass die Unwissenheit in diesem Fall entschuldigt ist.
Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, was wir meinen, wenn wir sagen, laut rezitieren. Ja, der Bruder hat vorhin gesagt, laut rezitieren bedeutet einfach nur, dass der, der neben mir ist, das hören kann. Hierüber gibt es verschiedene Meinungen. Also auf Arabisch sagt man Al-Jahr, das, was laut rezitiert wird, und Al-Ikhfa, wenn man flüstert oder leise rezitiert. Also stimmhafte Rezitation und die stimmlose Rezitation, wenn man es so übersetzen will. Hierbei sagen manche Gelehrte, unter dem Jahr, unter der stimmhaften Rezitation, versteht man die Erscheinung des Kerns der Stimme. Also so wie ich jetzt rede, der Kern meiner Stimme ist hörbar. Ja? Also zum Vergleich, so rede ich normal, das ist als lautes Rezitieren, quasi lautes Sprechen. Ja, wenn ich jetzt flüstere, wird es keiner hören, aber wenn ich jetzt so rede. Also das ist, da hört man den Kern der Stimme nicht. Das ist Al-Ikhfa, wie es im Fiqh heißt. Das ist die stimmlose Rezitation. Andere wiederum sagen, nein, mit der lauten und der leisen Rezitation ist das gemeint, was im Brauch, im Urf bekannt ist. Also wenn ich im Brauch sage, der redet gerade laut, dann ist das eine laute Rezitation. Der redet gerade leise, dann ist das eine leise Rezitation. Jetzt kommen wir zu dem Beispiel, was der Bruder vorhin genannt hat. Sagen wir mal, ich bete das Morgengebet und es schlafen alle, es ist komplett ruhig. Und jemand ist gerade wach, aber aus irgendeinem Grund betet ihr jetzt nicht. Ich bete alleine. Und wenn ich jetzt bete und es ist komplett ruhig und der Kern meiner Stimme ist nicht hörbar, aber der, der neben mir ist, hört, was ich gerade im Gebet sage, gilt es als lautes Rezitieren? Nein, das gilt nicht als lautes Rezitieren. Oder aber, ich bin an einem ganz lauten Ort, irgendwo, ja, am Flughafen beispielsweise, die Zeit des Gebets ist kurz am Ende, am Flughafen will ich gerade beten, es ist laut, die Menschen strömen überall umher. Wenn ich jetzt Gebet rezitiere und der, der neben mir ist, hört es nicht, weil es so laut ist. Ist es dann ungültig? Nein. Auch hier gilt wieder, dass das Kriterium nicht das ist, ob der neben mir es hören kann oder nicht, sondern ob der Kern der Stimme hörbar ist, beziehungsweise ob es im Brauch als laute Rezitation verstanden wird. Und wenn wir sagen, dass die zwei Suren im Gebet laut rezitiert werden müssen, dann meinen wir damit auch jeden einzelnen Buchstaben. Ja, wir kennen das öfters. Man wacht auf zum Morgengebet, man ist müde oder abends ist man direkt müde. Morgens steht man so, die Augen kaum geöffnet. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, rabbil alamin, arrahman. Ist das möglich? Nein. Wenn wir sagen, die zwei Suren müssen laut rezitiert werden, dann meinen wir damit, dass jeder einzelne Buchstabe laut rezitiert werden soll. Sogar der letzte Buchstabe, auch der letzte Buchstabe. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, rabbil alamin. Das Nun muss hörbar sein, nicht alhamdulillah, rabbil alamin. Und das N ist dann irgendwo verloren gegangen. Jeder Buchstabe muss hörbar sein. Und deshalb, hier nochmal der Appell, wenn einige es vielleicht eilig haben, wenn einige es vielleicht nicht so besonders ernst nehmen oder so aus irgendeinem Grund, verzichtet lieber auf die Mustahabbat, als dass ihr die Rezitation falsch macht. Wenn ihr die Rezitation falsch macht, ist das Gebet problematisch. Ist das Gebet, kann es dazu führen, dass es ungültig wird. Wenn ihr es wirklich eilig habt und es gibt keine andere Möglichkeit, anstatt im Gebet schnell zu lesen und dann Buchstaben zu verschlucken und dann die Harakat falsch zu setzen, lasst lieber das Qunut weg. Keiner wird euch tadeln, wenn ihr das Qunut weglässt. Es ist eine Mustahab-Tat. Allah subhanahu wa ta'ala wird euch nicht dafür tadeln, wenn ihr das Qunut im Gebet weglässt, aber er wird euch dafür tadeln, wenn ihr die Rezitation im Gebet falsch macht. Ja, natürlich am besten im Idealfall die Rezitation richtig und den Qunut richtig, aber wir wollen jetzt mal ein bisschen Luft lassen quasi für die, die es ab und zu mal wirklich eilig haben. Und wir haben auch mal hier gezeigt, was die Notwendigkeiten des Gebets sind. Für die, die es wirklich eilig haben, gibt es einige Sachen, auf die man besonders achten muss. Haben wir alles hier bereits schon erwähnt. Also, jeder Buchstabe muss laut rezitiert werden. Und wenn wir sagen, dass die Besmala als einziges auch in einem leisen Gebet laut rezitiert werden darf, weil es Mustahab ist, dann stellen wir uns die Frage, in der dritten und vierten Rak'a, was muss man da rezitieren erstmal? Ganz simple Frage, alle müssten es wissen. Was sagst du in der dritten und vierten Rak'a im Gebet? Ahsan, richtig. Die vier Tasbihat, die wir alle kennen. Subhanallah, walhamdulillahi, wa la ilaha illallah, wallahu akbar.
oder Surat al-Fatiha, richtig. Das ist das, worauf wir kommen wollten. Ja? Richtig. Richtig. Wer kann jetzt erklären, was der Unterschied zwischen dem ist, was ich gesagt habe und was er gesagt hat? Ja? Richtig. Was habe ich dann gemacht, als ich es verbunden habe? Ja? Subhanallah. Wieso Allah und nicht Leh? Richtig. Du bist ja Experte in dem Fall, mashallah. Okay, also, wer kann sich nochmal erinnern? Das hatten wir, glaube ich, in der vorletzten Lektion. Wenn ich im Gebet eine Sura verbinde, dann muss ich die Harakat mit beachten. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah rabbil alamin, ar-Rahman ar-Rahim, malik yawmiddin. Ja, wir haben das vorgemacht. Wenn ich verbinden will, dann muss ich auf die Harakat achten. Wenn ich nicht verbinde, dann mache ich Stopp. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah rabbil alamin, ar-Rahman ar-Rahim. Ja, wir haben gesagt, es ist nicht gut zu sagen, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah rabbil alamin, ar-Rahman ar-Rahim. Ja, wir sind hier nicht bei einem Wettrennen oder so. Wenn man es verbindet, ihr könnt es verbinden, keiner wird euch tadeln. Wenn ihr es verbindet, dann macht bitte die Harakat wenigstens dazu, damit es auch arabisch und grammatikalisch korrekt ist. Ansonsten stoppen. Genau dieselbe Regel gilt auch für die Tasbihat. Wir haben gesagt, man kann sagen, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Aber warum auch immer, wenn es jemand eilig hat und verbinden möchte, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Nochmal, Subhanallah, kasra, walhamdulillah, kasra, wa la ilaha illallah, wow, wallahu akbar, sukun. Ja, kann das jemand nachsagen? Ahsan, Salawat für den Bruder. So, und die Frage, auf die ich jetzt eigentlich kommen wollte, in der dritten und vierten Rak'ah haben wir gesagt, kann man die Tasbihat rezitieren oder einmal Surat al-Fatiha. Wie ist es da? Kann ich die Basmala auch laut machen? Darf ich die Basmala laut machen in der dritten und vierten Rak'ah? Das ist ein bisschen knifflig vielleicht, aber ja. Ich glaube nein, wieso? Okay, nach dem Grund können wir jetzt nicht wirklich fragen. Du sagst nein. Gibt es hier eine Meinung? Ich sehe lautes Kopfschütteln. Gibt es jemand, der ja sagt? Okay, wer sagt noch ja? Du sagst ja schon, dass man das Jahr aussprechen muss. Ja, aber jetzt ist die Frage, das ist so ein kleines Quiz. Jetzt ist die Frage, wann ist es empfohlen oder wann darf man es machen? Und hier ist die Antwort, nein, bei der dritten und vierten Rak'ah, wenn man die Fatiha liest, darf man die Basmala nicht laut rezitieren, sondern die Basmala muss leise rezitiert werden, in dem Fall. Okay, du hast es gefragt, ob das Gebet ungültig ist. Mit dem, was wir jetzt gelernt haben, ich habe gesagt, ich bringe euch ein Fundament, ich gebe euch Werkzeuge, mit dem ihr diese Fragen selber beantworten könnt. Die erste Frage, die wir uns stellen, ist die Qira'a eine Säule des Gebets oder nicht? Aus Unwissenheit, wenn man etwas unterlässt, aus Unwissenheit, und es ist keine Säule, was ist das Urteil über das Gebet? Bitte? Gültig, richtig. Aber wenn man etwas vergisst, weglässt, wie der Sheikh schon gesagt hat, Sajdatay Sahu, die zwei Niederwerfungen des Vergessens dann machen. Ja? Richtig, also die Basmala, also mir ist nicht bekannt, dass man es jetzt in irgendeinem Fall sagen soll. Was das Urteil über das Gebet ist, da fragen wir lieber den Sheikh gleich, inshallah. Der kommt, inshallah, in 20 Minuten. Gibt es hier noch Fragen dazu, bevor wir zum nächsten Abschnitt kommen? Also in der dritten und vierten Rak'ah, wenn man die Fatiha rezitiert, dann die Basmala ebenfalls leise rezitieren. Und für den Imam übrigens gilt das Gleiche. Das heißt, der Vorbeter, wenn er vorne betet, gelten die gleichen Anordnungen. Auch mittags, nachmittags leise, morgens, abends und Nachtgebet laut rezitieren. Bis auf eine Ausnahme, was den Vorbeter nur angeht, was den Imam angeht. Und das ist wieder so ein schönes Quiz, was ihr den Geschwistern stellen könnt. Du nicht, du kannst ja alles mal schauen. Wer kennt die Ausnahme, wann der Vorbeter etwas laut rezitieren darf oder wo es sogar mustahab ist? Obwohl man es eigentlich leise rezitieren müsste.
Wer kennt diese Ausnahme? Ich sag mal so, hier in der Moschee kommt es einmal die Woche vor. Ja? Richtig, beim Freitagsgebet. Nämlich, das Freitagsgebet ist ja eigentlich, wird am Mittag verrichtet. Also das Mittagsgebet im eigentlichen Sinne, das zwei Rakat ist, darüber werden wir sprechen, inshallah. Das Freitagsgebet, die zwei Rakat, dort ist es mustahab für den Imam, für den Vorbeter, dass er laut rezitiert, stimmhaft rezitiert, die zwei Suren. Ja, wer weiß, jetzt nebenbei gefragt, wer weiß, welche Sura es empfohlen ist, zu lesen in Salatul Jumu'ah. Ja, egal. Suratul Jumu'ah, richtig. Und zwar hier ist es empfohlen für den Vorbeter, dass er laut rezitiert. Das war aber nicht die einzige Ausnahme. Was noch? Wer weiß es noch? Wir haben jetzt gesagt, einmal das Freitagsgebet am Freitag und einmal das Mittagsgebet am Freitag selbst. Da ist es empfohlen, die Suren stimmhaft zu rezitieren. Ja? Nein, das ist nur, wenn das ist. Richtig, da ist es möglich. Das hatten wir ausführlich erläutert, als Wiederholung nochmal. Wenn ich jetzt das Mittagsgebet verrichte und ich wollte Surat al-Jum'ah lesen, aber ich habe es vergessen, dann ist es möglich, im Gebet das Gebet zu einem Nafila-Gebet umzuwandeln, die Nafila zu Ende zu beten und dann das Mittagsgebet zu wiederholen. Darüber haben wir auch ausführlich gesprochen. Also, die zwei Ausnahmen, der Vorbeter am Freitagsgebet, die zwei Suren kann er laut rezitieren und das Mittagsgebet am Freitag, da ist es auch möglich, dieses Gebet laut zu rezitieren. Und jetzt kommen wir zu einem wirklich merkwürdigen Punkt. Und viele werden vielleicht jetzt ein großes Fragezeichen im Kopf haben. Was meine ich damit, wenn ich sage, es ist ahwat, also vorsichtshalber, das Mittagsgebet leise zu verrichten, aber es ist mustahab, es doch laut zu machen? Ich wiederhole. Es ist Ahwat. Ahwat, weiß jeder, was Ahwat bedeutet? Das bedeutet vorsichtshalber, gemäß dem Prinzip der Vorsicht. Es ist Ahwat, das Mittagsgebet leise zu rezitieren, aber es ist Mustahab, es laut zu rezitieren. Wer kann damit was anfangen? Das habe ich ja schon gedacht. Und zwar die Fuqaha, also ich wiederhole nochmal, die Fuqaha, die Gelehrte sagen, dass das laute Rezitieren Mustahab ist, aber das leise Rezitieren ist Ahwat, also vorsichtshalber. Wie kann das sein? Und wer kann das erklären? Und wer das wirklich gut erklären kann, der kriegt auch ein Salawat, inshallah. Nicht jetzt. Wie kann man das erklären? Okay, ich sehe schon ein paar Meldungen. Sehr gut. Von den Schwestern, weiß jemand, was es hiermit auf sich hat? Ja? Versuch's mal. Ich denke mal, mittags und nachmittags. Wir reden nur über das Mittagsgebet. Okay, nur Mittagsgebet. Das Mittagsgebet muss jetzt eigentlich theoretisch immer leise verrichtet werden. Aber deswegen vorsichtshalber soll es lieber leise rezitiert werden, damit es vielleicht nicht ungewöhnlich wird. Nein, das genügt mir nicht. Tut mir leid. Ich mache noch ein Beispiel. Nee, aber war nicht Sommer gedacht. Bitte? War doch nicht Sommer gedacht. Ja, ein halbes Salat können wir auch nicht machen. Na gut, machen wir für den Bruder ein Salat, weil er es versucht hat. Er war mutig und hat es versucht. Das muss man ihm auch lassen. Deswegen ein Salat für den Bruder. Ein anderes Beispiel. Wir haben jetzt das Beispiel Mittagsgebet gebracht. Ein anderes Beispiel. Es gibt vier Orte auf der Welt, wo es mustahab ist, als Reisender vollständig zu beten. Vier Orte auf der Welt gibt es, wo es als Reisender, wenn ich als Reisender da bin, sagen wir mal für 2-3 Tage, wo es aber für mich mustahab ist, dort vollständig zu beten, aber es ist ahwat, doch verkürzt zu beten. Wer kann erstmal die Orte nennen? Welche Orte sind das? In Mekka, in Medina, richtig? Nein. In Kufa? Bitte? Nein. Da hinten sah ich eine Meldung. Bitte? Achso, nein. Nee, darüber gibt es Meinungsverschiedenheiten über den Geburtsort, aber das ist jetzt an sich nicht gemeint.
sondern noch ein Ort. Nicht Mashhad, ein anderer, nämlich Al-Ha'ir al-Husayni, also am Grab des Imam al-Husayn a.s. Am Grab von Imam Husayn, am Masjid al-Kufa in Mekka und in Medina, da ist es mustahab, vollständig zu beten, aber es ist Ahwat, vorsichtshalber, doch verkürzt zu beten. Und zwar erkläre ich jetzt, was es damit auf sich hat. Wenn man davon spricht, dass es mustahab ist, etwas zu tun, dann ist die Rede davon, dass es mehr Lohn für einen bringt. Wenn ich jetzt sage, es ist mustahab, das Mittagsgebet am Freitag laut zu rezitieren, dann bringt es mehr Lohn. Wenn ich sage, es ist mustahab, in Mekka oder Medina das Gebet vollständig zu verrichten, dann bringt es mehr Lohn. Aber wenn ich sage, es ist ahwat, es doch nicht zu tun, dann meine ich damit, dass dieses ahwat gemäß dem Prinzip der Vorsicht eher die Realität trifft. Ja, deswegen hat der Bruder das schon, ging in die richtige Richtung, aber nicht vollkommen den Kern getroffen. Wenn ich sage, es ist ahwat, also vorsichtshalber, dann treffe ich damit eher den Kern der Wahrheit, dann treffe ich mehr die Realität. Weil, wenn ich verreist bin in Mekka oder Medina oder in Karbala oder in Kufa, dann gelte ich als Reisender. Und als Reisender muss man das Gebet verkürzen. Das ist eher die Realität. Wenn ich dann verkürzt bete, bin ich der Realität eher näher dran. Aber gemäß den Überlieferungen der Ahlul Bayt alaihi wassalam heißt es, wer dort vollständig betet, da ist es Mustahab. Das heißt, wenn ich die Frage nach dem Mustahab richte, dann geht es um den Lohn, um die Hasanat, die ein Mensch bekommt. Wenn ich gemäß dem Ahwat gehe, dann gehe ich danach, was eher vorsichtshalber ist, was eher der Realität mehr entspricht. Ja, das ist wirklich, deswegen meinte ich, das ist ein eher komplexerer Punkt, aber das ist etwas, was die Fuqaha, was die Gelehrte in diesem Fall ansprechen und deutlich machen, dass man an diesen Orten oder beim Gebet so verfahren kann. Nun, eine kleine Frage, und wir haben inshallah auch nicht mehr lange, der Sheikh muss inshallah bald kommen. Wenn wir jetzt in die Moschee kommen und wir sehen, das Gemeinschaftsgebet wird gerade verrichtet, das Abend- oder das Nachtgebet beispielsweise, und das Gemeinschaftsgebet befindet sich gerade in der dritten Rak'a. Und ich als Mann möchte mich dem Gebet anschließen. Und die befinden sich gerade in der dritten Rak'a. Erste Frage, muss ich überhaupt rezitieren oder nicht? Weil wir wissen, wenn man sich der Gemeinschaft anschließt, dann muss man ja nicht rezitieren. Also wenn man das Gemeinschaftsgebet verrichtet, dann muss man ja die ersten zwei Suren in den ersten zwei Rak'at nicht mit rezitieren. Das trägt der Imam vorne. Wenn ich in der dritten Rak'a einsteige, ich mache Takbiratul Ihram, ich steige gerade ein und die sind gerade bei den Tasbihat. Erste Frage, muss ich rezitieren oder nicht? Was mache ich da? Ich mache Takbiratul Ihram, lese ich jetzt die Tasbihat, lese ich jetzt Surat al-Fatiha und eine Sura, bin ich ruhig, weil ich in der ersten Rak'a bin und mich der Gemeinschaft angeschlossen habe? Was meint ihr? Richtig, also man muss in dem Fall rezitieren. Man muss in dem Fall rezitieren, nämlich Surat al-Fatiha. Und wenn man es nicht schafft, eine zweite Sura zu lesen, dann reicht Surat al-Fatiha aus, ansonsten eine zweite Sura. Die Gemeinschaft ist in der dritten Rak'a. Du bist in der ersten Rak'a, wo du einsteigst. Deswegen musst du rezitieren. Der Imam übernimmt nicht die Rezitation für dich, weil er schon in der dritten Rak'a ist. Deswegen musst du rezitieren. Die nächste Frage. Ich als Mann in der dritten Rak'a steige ein, lese Surat al-Fatiha. Laut oder leise? Ich bin eigentlich verpflichtet, das Abendgebet laut zu rezitieren. Du warst der Erste, glaube ich. Ja. Okay, dann. Richtig. In dem Fall muss er leise rezitieren. Die Frage, auch die Basmala? Auch die Basmala. Ich steige jetzt ein, Allahu Akbar, ich mache Takbiratul Ihram. Wenigstens die Basmala laut in der Gemeinschaft. Ja oder nein? Ja. Okay, ich sehe hier schon überwiegend durch Kopfzeichen die richtige Antwort. Ja? Auch leise. Auch leise, ahsan. Richtig. Salat für euch alle. Also, nochmal als Wiederholung, wenn die Gemeinschaft in der dritten oder vierten Rak'a ist, ich steige ein, bin in der ersten Rak'a, dann muss ich rezitieren, leise rezitieren, als Mann, die Frau rezitiert sowieso leise. Die nächste Frage, und das passiert bestimmt vielen, und da bin ich mir sicher, dass es eigentlich fast jedem schon mal passiert ist, wenigstens bei den Männern, wir beten das Morgen-, Abend- oder Nachtgebet, und wir müssen es eigentlich laut beten, aber wir fangen an und beten es leise, aus Unachtsamkeit.
beispielsweise. Und dann mittendrin fällt mir ein, oh nein, ich muss es ja laut rezitieren. Ja, stell dir vor, man fängt an, Bismillah, ja, leise rezitieren. Jedenfalls, man rezitiert es leise und dann fällt einem auf, nein, ich muss es doch laut rezitieren. Was macht man dann? Bricht man das Gebet ab, geht tauber machen und betet nochmal neu oder was muss man da machen? Ja? Richtig, einfach laut weiter rezitieren. Also, ich lese das Surat al-Fatiha, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dann fällt mir ein, ich rezitiere gerade leise, ich muss es doch laut machen, dann rezitiere ich einfach laut weiter. Ahwat ist es, vorsichtshalber, es ist besser, wenn man die Sura nochmal wiederholt, aber er ist nicht verpflichtet dazu. Also nochmal laut wiederholt, aber er ist nicht verpflichtet dazu. Er kann es machen, es wäre besser, es wäre vorzüglicher, aber er muss es nicht machen. Was sind wir schon in der zweiten Raka'a? Wer kann das beantworten? In der zweiten Raka'a bist du dann schon. Wer kann das beantworten? Ja? Richtig, aber muss er das Gebet wiederholen? Nein, richtig. Wieso? Weil es eine Qira'a ist, weil es eine Rezitation ist. Und wir haben gesagt, wenn eine Nichtsäule vergessen wurde und dann hat man eine Säule betreten, also betreten, sagt man es, ja, betretet, und dann hat man beispielsweise, ist man in den Ruku' gegangen, dann hat es keinen Einfluss mehr darauf. Dann hat es keinen Einfluss, was davor geschehen ist. Das Gebet ist gültig. Ja, also in dem Beispiel, was du gesagt hast, ich mache die Verbeugung, dann ist alles in Ordnung, weil es keine Säule ist und weil ich die nächste Säule des Gebets betreten habe. Gibt es Fragen dazu? Ist irgendwas unverständlich? Irgendwas unverständlich? Fragen? Nein? Sallu ala Muhammad wa Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad. Die nächste Frage. Das Mittags- und Nachmittagsgebet müssen wir ja leise rezitieren. Wenigstens der Mann. Wenn ich jetzt das Mittags- und Nachmittagsgebet verpasst habe und am Abend nachhole, am Abend werden ja die Gebete laut rezitiert, aber ich hole das Mittags- und Nachmittagsgebet nach. Oder andersherum, ich habe das Abend- und Nachtgebet oder das Morgengebet verpasst und hole es am Tage nach, wo die Gebete ja leise verrichtet werden. Die Antwort wisst ihr sicherlich, aber ich will wissen, welche Grundregel hier zutrifft. Welches Prinzip trifft hier zu? Ein Satz will ich jetzt hören, das ist eine Regel und die trifft dann immer zu. Ja? Richtig, richtig. Nämlich, das Gebet muss so nachgeholt werden, wie es versäumt wurde. Ein Salawat für die Schwester. Das Grundprinzip und die Grundregel lautet, das Gebet wird so nachgeholt, wie es versäumt wurde. Habe ich das Mittagsgebet versäumt, dann bete ich das Mittagsgebet nach, und zwar so, wie ich es hätte beten müssen, also leise. Genauso bei der Reise. Wenn ich auf Reise das Mittagsgebet versäumt habe, wo ich ja eigentlich 2 Rakat beten muss, und dann wieder zu Hause bin, wo ich 4 Rakat bete, wie hole ich das Gebet nach, was ich auf Reisen verpasst habe? 2 Rakat, richtig. Wieso nicht 4? Richtig, weil ich auf Reise war und das Gebet wird so nachgeholt, wie ich es versäumt habe. So, der nächste Punkt ist die Basmala. Basmala, also das Sprechen von Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Die Basmala ist gemäß einer großen Konsens der Rechtsschule, der Ahlul Bayt, der Gelehrte, der Fuqaha, der Rechtsschule der Ahlul Bayt, ein Teil der Sura. Die Basmala ist ein Teil der Sura. Zum Beispiel die Basmala von Surat al-Hamd ist ein Teil von Surat al-Hamd. Die Basmala von Surat al-Ikhlas ist ein Teil von Surat al-Ikhlas und so weiter. Jede Sura hat ihre eigene Basmala und sie ist ein Bestandteil der Sura nach der Rechtsschule der Ahlul Bayt alayhimus salam, bis auf eine Sura, die keine Basmala hat. Welche Sura ist das? Surat al-Tauba. Oder welchen Namen hat sie noch? Surat al-Tauba, sie hat noch einen Namen. Ja, manche Suren im Koran haben mehrere Namen. Surat al-Tauba oder Surat Bara'a. Oder beispielsweise Surat al-Kafirun oder Surat al-Jahad heißt es beispielsweise. Manche Suren haben verschiedene Namen. Surat al-Tauba oder Surat al-Bara'a hat keine Basmala am Anfang. Und der Grund hierfür liegt darin, was die Gelehrten sagen, die Sura beginnt mit der Lossagung seitens Allah subhanahu wa ta'ala und des gesandten Gottes gegenüber den Mushrikin. Bara'atun min Allahi wa rasulihi ila alladhina ahadtum min al-Mushrikin. Das heißt,
Die Gelehrten sagen, diese Sura beginnt mit der Lossagung. Allah subhanahu wa ta'ala und der Gesandte Gottes sagen sich von den Mushrikin los. Deshalb passt es nicht zusammen, dass man am Anfang die Besmala rezitiert, eine Formel der Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala und anschließend die Lossagung. Deshalb ist diese Sura die einzige, die ohne die Besmala rezitiert wird. Ja? Bitte? Also, wenn du es absichtlich machst, ist es verboten. Darfst du nicht machen. Wenn es jetzt aus Vergesslichkeit gemacht wurde, natürlich Vergesslichkeit ist kein Problem. Aber wenn du es aus absichtlich machst, ist es verboten. Darfst du nicht machen. Weil das wäre dann hinzufügen. Du würdest der Sura etwas hinzufügen. Die Besmala ist in dem Fall kein Bestandteil der Sura. Deswegen darfst du es auch nicht hinzufügen. Und wieso sagte ich zu Beginn, dass es gemäß der Rechtsschule der Ahlul Bayt so ist, also gemäß unserer Rechtsschule, gemäß der schiitischen Rechtsschule, weil... Richtig. Also bei anderen Rechtsschulen ist die Besmala kein Bestandteil der Sura, bis auf eine einzige Sura. Welche ist es? Surat al-Fatiha. Deshalb, wenn ihr jetzt die Masahif aufschlägt, wenn ihr jetzt einen Koran aufschlägt, dann seht ihr direkt zu Beginn bei Surat al-Fatiha, nach der Besmala, seht ihr direkt eine Eins, eine Eins in Klammern. Wie dem auch sei. Jedenfalls bei der Besmala seht ihr dann direkt eine Eins dahinter. Das bedeutet... Das ist ein Teil der Sura von Al-Fatiha. Aber wenn ihr jetzt Surat Al-Baqarah beispielsweise aufschlägt oder eine andere Sura, dann seht ihr, dass hinter der Besmala keine Eins steht, sondern erst hinter dem ersten Vers. Also wenn ihr wollt, könnt ihr euch das anschauen. Die Masahif liegen hier vorne. Nur bei Surat Al-Fatiha ist eine Eins hinter der Besmala. Und das deutet darauf hin, dass die Besmala ein Teil der Sura Al-Fatiha ist, aber bei den anderen nicht. Wir als Anhänger der Rechtsschule der Ahlul Bayt a.s. sagen nein, die Besmala gehört zur Sura. Und jede Sura hat ihre eigene Besmala. Und wenn man diese weglässt, dann hat man einen Teil der Sura weggelassen. Und wir haben auch Argumente und Kritik hinsichtlich dieser Vorstellung oder dieser Ansicht. Nämlich, wir sagen, und jetzt könnt ihr aufpassen, wenn ihr wollt, wir diskutieren, wenn jemand zu euch kommt und sagt, die Besmala ist kein Teil der Sura beispielsweise. Dann kommt ihr und sagt ihr, Jibrail a.s. kam mit der Botschaft Allah subhanahu wa ta'ala zum Gesandten Gottes Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Was hat er gesagt? Wie hat er die Suren übermittelt? Hat er sie mit der Besmala gesagt oder ohne? Das heißt, als Jibrail a.s. zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kam, sagte er, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ الصَّمَدْ oder sagte er, بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ الصَّمَدْ. Wenn sie sagen, er hat dies nicht gesagt. Er ist gekommen, hat gesagt, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ. Dann sagt ihn, wieso steht dann im Heiligen Koran vor Surat Al-Ikhlas die Basmala? Was hat diese Basmala dann da zu suchen, wenn diese kein Teil der Offenbarung ist? Wenn Jibrail nur mit قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ gekommen ist, wieso steht dann im Koran eine Basmala? Und wenn sie sagen, ja, es ist ein Bestandteil, beziehungsweise ja, er ist damit gekommen, dann sagen wir, es ist also ein Teil der Offenbarung von Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn Jibrail gekommen ist und gesagt hat, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ, dann ist das eine Offenbarung von Allah subhanahu wa ta'ala. Und mit welchem Recht streichen wir dann die Basmala und sehen sie nicht als Teil der Sura an? Das ist so eine kleine Argumentationsmethodik, wie man hierbei vorgehen kann. Weiterhin gibt es mehrere Meinungen darüber, beziehungsweise mehrere Ansichten der Gelehrten, was die Besmala eigentlich genau bedeutet und inwiefern sie ein Teil der Sura ist. Und es gibt, wie gesagt, verschiedene Möglichkeiten. Wir möchten eine Möglichkeit hier kurz erläutern. Nämlich, die Besmala hängt immer mit dem darauf folgenden Vers zusammen. Und deswegen ist sie ein Bestandteil der Sura. Was habe ich mir darunter vorzustellen? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Diese zwei Verse hängen miteinander zusammen. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen, aller Preis gebührt Allah. Das heißt, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Ta'ala, Ahmadullahi Ta'ala, Bismihi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ich preise Allah subhanahu wa ta'ala mit dem Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Das heißt, es entsteht ein Bezug zur Besmala. Es ist ein bisschen verständlich.
Wenn ich jetzt sage, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, das ist jetzt für die arabisch sprechenden Geschwister sehr deutlich. Ahmadullah ta'ala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Bismihi, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mit dem Namen Allahs des Alabamas des Barmherzigen preise ich Allah, den Herrn der Welten. Das heißt, es entsteht ein direkter Bezug. Genauso wie Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad, Bismihi. Qul huwallahu ahad, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sprich, er ist Allah der Einzige im Namen Allahs des Alabamas des Barmherzigen. Und so sehen wir, dass jede Basmala eine andere Bedeutung in der Sura bekommen kann. Jetzt kann man sich fragen, wie kann das sein? Jede Basmala hat eine andere Bedeutung, obwohl es doch immer gleich ist, obwohl es immer Bismillah ar-Rahman ar-Rahim heißt. Genau aus dem Grund, weil die Bedeutung sich von Sura zu Sura ändert. Diese Bismillah ar-Rahman ar-Rahim in Surat al-Hamd ist eine andere als das Bismillah ar-Rahman ar-Rahim in Surat al-Ikhlas. Wieso? Weil es eine andere Bedeutung, weil es einen anderen Bezug in dem Fall hat. Und deshalb ist die Rechtsschule der Ahlul Bayt der Auffassung, dass die Basmala ein Teil jeder Sura ist. Und wer kommt und im Gebet nach der Fatiha absichtlich die Basmala weglässt und Qul huwallahu ahad beispielsweise sagt, dessen Gebet ist nicht gültig. Weshalb? Weil er einen Teil einer Sura weggelassen hat. Ja? Nochmal eine Frage an der Stelle. Nach welchem Marja ist es nochmal erlaubt, nach der Fatiha nicht, keine komplette Sura zu lesen, sondern nur einen Teil, obwohl es eine empfohlene Vorsichtsmaßnahme wäre, eine komplette Sura zu lesen? Richtig. Nach Sayyid Muhammad Hussein Fadlullah haben wir haben hier das Rechtswerk gehabt und die entsprechende Fatwa vorgelesen. Es ist nur eine empfohlene Vorsichtsmaßnahme nach der Fatiha, eine vollständige Sura zu lesen. Aber nach der Mehrheit der Rechtsgelehrten, nach der Mehrheit der Maraja, es ist eine verpflichtende Vorsichtsmaßnahme, eine gesamte Sura zu lesen. Und gemäß dieser Tatsache, was wir jetzt hier erwähnt haben, dass die Basmala ein Teil der Sura ist, kommen wir zu einem religionsrechtlichen Urteil. Und das ist auch etwas sehr Wichtiges. Und es kann sein, dass dieser Aspekt, wenn wir ihn nicht beachten, das Gebet ungültig wird. Natürlich nur mit Kenntnis. Nämlich, wenn ich nach der Fatiha nun komme und mich noch nicht entschlossen habe, irgendeine Sura zu lesen. Sagen wir mal, ich lese jetzt die Fatiha und dann sage ich Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Und in der Zeit denke ich mir, was lese ich heute? Ach, Surat al-Kawthar habe ich lang nicht mehr gelesen. Und dann fange ich an, Surat al-Kawthar zu lesen. Was sagt ihr dazu? Problematisch oder ist es in Ordnung? Ich sage die Basmala und dann entscheide ich mich, Surat al-Kawthar zu lesen. Und dann lese ich Surat al-Kawthar. Ja, wenn jede Sura eine andere Bedeutung hat, dann muss man schon vorher wissen, welche. Richtig, richtig. Und das ist auch eines der wichtigsten Punkte, was man beachten muss. Wenn ich mit der Fatiha fertig bin, muss ich zuerst die Absicht haben, diese und jene oder jene Sura zu lesen und erst dann sage ich die Basmala. Weil, wenn ich vorher die Basmala sage, dann ist es nicht die Basmala, die zu der Sura gehört, die ich rezitiere. Dann ist es eine andere Basmala. Stellt euch vor, ich beabsichtige erstmal Surat al-Ikhlas zu lesen, sage Bismillah ar-Rahman ar-Rahim und dann denke ich mir, nee, ich lese doch Surat al-Kawthar, ist ein Vers kürzer. Und dann sage ich, und dann lese ich doch Surat al-Kawthar. Aber ich habe das Bismillah ar-Rahman ar-Rahim mit der Absicht gesagt, dass es Surat al-Ikhlas ist. Und wenn ich jetzt Surat al-Kawthar lese, dann habe ich dazu keine Basmala gemacht. Ja? Ja. Dann musst du nochmal die Basmala lesen. Nämlich, jetzt hier ein Grundsatz. Wenn ich die Fatiha lese und dann habe ich vor, Surat al-Ikhlas zu lesen. Aber dann denke ich mir, nee, ich lese doch Surat al-Kawthar beispielsweise. Oder ich beabsichtige, Surat al-Baqarah zu lesen und denke mir, nein, so viel Zeit habe ich doch nicht und will doch Surat al-Kawthar lesen. Dann sage ich die Basmala von Surat al-Baqarah. Aber wenn ich dann doch Surat al-Kawthar lesen will, muss ich die Basmala wiederholen. Weil, wie wir gesagt haben, jede Sura hat ihre eigene Basmala. Und wenn ich eine Sura lesen will, dann muss ich erstmal die Absicht haben, diese Sura zu lesen. Und dann rezitiere ich erstmal die Basmala dieser Sura. Ansonsten ist das Gebet problematisch. Verstanden soweit? Gibt es hierzu Fragen? Du warst zuerst, dann, ja? Aber ich habe eine Frage, also wegen des Vergessens im Gebet. Manchmal passiert ja so, dass man
Zum Beispiel auch so nach Weißmannsprache habe ich jetzt zweimal, also habe ich jetzt zweimal kontaktiert oder nicht. Ja. Und dann mache ich das einfach zum dritten Mal. Also ich mache einfach so volles Tage, aber muss ich das Gebet wiederholen? Das können wir gleich den Sheikh fragen. Also die Urteile über die Niederwerfungen. Ich sage am besten den Sheikh, weil es dann hundertprozentig sicher ist und es nicht auf meine Kappe geht, wenn irgendwas falsch ist. Weil das ist, was ich hier vortrage, ist auch eine Abhandlung von einem Gelehrten. Und inshallah, also nach Sayyid Sabah Shubar, wie wir am Anfang erläutert haben. Deshalb ist es, bin ich quasi auf der sicheren Seite. In dem Fall bin ich ein bisschen egoistisch. Kommt der Sheikh? Nee. Ah, okay. Salli ala Muhammad wa Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad. Wir werden inshallah nächste Woche weitermachen mit der Rezitation des Gebets. Und zwar, wann man eine Sura abbrechen darf, wann nicht, wann man die Sura weiterführen muss, welche Sura, wenn man sie beginnt, darf man nicht beenden und so weiter. Weitere Angelegenheiten bezüglich der Rezitation, inshallah, nächste Woche. Wa akhiru da'wana, an alhamdulillahi rabbil alameen, wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tayyibin al-tahirin.